Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking, Unboxing oder Aufmache. Genau, aufreiße oder aufschneide. Weil ich kann die Päckchen hier nicht aufreißen, ich krieg's nicht hin, ich kann's nicht, ich krieg's nicht übers Herz. Ah. Wie auch immer, also hier das zweite Päckchen von DreamWorks Dragon Trainer. Jo, und heute würde ich sagen, mache ich mal die Astrid auf. Im ersten Video haben wir den guten Hicks schon ausgepackt und ich habe komplett vergessen zu messen, oh, das reimt sich, wie groß der Gute überhaupt ist, das holen wir jetzt gleich nach. So, also das ganze Ding kommt von Preziosi, beziehungsweise der Preziosi Collection, und das ganze Ding hier ist auf Italienisch. Gibt's oder gab's bestimmt in mehreren Sprachen. Gab's ja auch in Deutschland. Falls ihr das wisst, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und ihr wisst ja, es gibt hier 6 Sammelfiguren davon. Die sehen wir gleich noch in einem beiliegenden Heftchen. Also, und diese Booster-Packs oder Flow-Packs oder wie auch immer man das nennt, haben übrigens eine Größe von 15,5. Mal 9,5 cm, also auch nicht ganz so klein. Und die Figürchen, zumindest unser Hicks, hat auch eine ordentliche Größe. Also, ihr braucht keine Lupe, um die Figuren hier anzuschauen. Das ist doch schon mal was, ne? Also, und jetzt wollen wir uns die Astrid angucken. Und wisst ihr was? Ich schneide das Päckchen jetzt hier unten auf. So, mal gucken, ob ich so auch wirklich aufkriege. Jawohl! Ja, bestens. Also, und ihr wisst, wir haben eine Figur und so ein kleines Beiheftchen. So, schauen wir uns das mal an. Ah, da haben wir die Astrid drauf. Schön. Auf dem ersten Heftchen war Hicks drauf. Also auch das ist unterschiedlich. Cool. Bin ich mal auf den Inhalt gespannt. Ja, also hier. DreamWorks Dragon Trainer, die Nummer 2, Astrid. Boah, das ist jetzt echt Zufall. Und das ganze Ding ist von Funbook. Hab ich noch nie zuvor gehört oder gesehen, ganz ehrlich. Und, ah ja, okay, also Inhalt ist dasselbe hier. Die Geschichte, La Storia, La Storia. Und hier die ganzen Wikinger, ganz cool, mit einer Schrift, die man hier draufgesetzt hat. Und der Hintergrund auch, boah, grafisch, da hat sich einer tierisch ausgetobt, aber hat er gut gemacht. Genau, also Inhalt ist gleich, hier schön, ohne Zahn, mit Astrid und Hicks, ist es nicht nett. Ah, schönes Bildchen. Und sie umklammert ihn. Hohoho. Ja, ja, der Hicks und die Astrid. Da geht doch was, da geht doch was. Oh, das ist ein anderes Bild wie beim ersten Heft. Ist ja cool, oder? Rotzbacke, Fischbein und Astrid. Cool. Klasse. Und hier ein paar Fakten zu Astrid. Ich kann leider kein Italienisch. Doch, ich kann ein Wort kann ich perfekt Italienisch, und zwar Limoneneis. Wer meine Videos sieht, der weiß, was ich meine. Boah, hier auch ein cooles Bild von Astrid, schaut's euch an. Klasse hier, mit ihrer Axt und mit dem Speer im Anschlag. Cool, toughes Mädchen. Ja, hier seht ihr's auch. Nonostante i suoi modi, da bifolco peloso. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? Okay, ah, hier auch wieder ein anderes Bild, cool. Ah, das ist doch toll, kein Heftchen ist wie das andere. Das ist doch klasse, wow, Fischbein. Cool, ah, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, und hier nochmal die ganzen Figuren, die es hier zu sammeln gibt. Der Hicks, die Astrid, ohne Zähnchen, Kotz und Würg. Der hier interessanterweise übrigens blau ist, ne? Könnt ihr das sehen? Oder ist es einfach nur eine miserable Abbildung? Ah, der ist hier blau. Dann haben wir hier Kronkel, Fleischklöpschen und Sturmpfeil. Der ist allerdings richtig abgebildet, beziehungsweise die richtigen Farben. Ist ja interessant. Ja, cool. Also, dieses Heftchen unterscheidet sich definitiv von dem ersten Heftchen. Hätte ich nicht erwartet, boah, bin ich absolut überrascht. So, und hier haben wir unsere Astrid mit der doppelten Axt im Anschlag. Schaut es euch an. Ja, hier, Leute, was soll ich zu dem Blick hier sagen? Ist das Astrid? Ich halte mal das Bild daneben. Ja? Ah, 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 ah.
das ist nicht wirklich Astrid. Leute, viel zu dicke Lippen, viel zu schläfrige Augen. Ah, da braucht man schon wirklich sehr viel Fantasie, um das hier als Astrid zu erkennen. Nur weil sie ihr flottes Kleidchen hier anhat, ist das für mich noch lange nicht Astrid. Aber egal, schaut's euch an, die Frisur sitzt trotz Axtschwingen. Klasse! Und man muss sagen, die haben hier auch mit den Farben nicht gespart. Also ist nett bemalt. Ja, also Haare blond, hier hinten auch das Zöpfchen, das ist cool. Mit diesem Haarreif hier rum, das ist klasse, aus Leder, extra noch braun bemalt. Selbst die Ohren nicht ausgespart. Es gibt Figuren, na, da hätten die Ohren die Farbe von den Haaren. Oder umgekehrt, was weiß ich. Hier, die freche Locke, die hier runterhängt. Also jetzt mal davon abgesehen, dass das jetzt vom Gesicht her nicht unbedingt Astrid trifft, ist es dennoch ein nettes Figürchen. Dann hier die metallenen Schulterpolster, die hat man silber bemalt. Dann das Oberteil in einem dunklen Olivgrün, die Armbänder hier in einem hellen Olivgrün, das Lederröckchen ist rotbraun, dann hier diese silbernen Stacheln, die hier rumgehen, cool. Und dann auch die Hose in einem dunklen Olivgrün und hier die Stiefelchen, das Fell wieder in einem hellen Oliv und die Schuhe in einem ganz hellen Braun. Auch der Stiel von der Axt ist braun und die Axt selber. Und das ist der Knaller, ist wieder ein ganz anderes Silber oder eher ein Grau, als man hier benutzt hat. Also das ist schon wieder eine extra Farbe, der Knaller. Also das ist schon relativ aufwendig, muss ich mal sagen. Auch das Material ist relativ angenehm. Also es ist Gummi, ist kein Plastik, ihr könnt es biegen. Hier, ne? So, ne? Also, Astrid in Action. Ist doch cool. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, ob unsere Astrid auch steht. Oh, hier, schaut mal, wie schön das an der Hand hier ausläuft. Und ihr seht vor allem auch alle Finger. Cool. Cool, cool, cool. Also, das ist nicht selbstverständlich. Auch hier an dieser Hand seht ihr alle Finger. Also das ist trotz allem sauber gearbeitet. Leute, ich bin echt überrascht, was ihr hier in diesen oder mit diesen Packs hier bekommt. Ich bin wirklich positivst überrascht. Und wie schon gesagt, Leute, ich habe die 6 Päckchen hier zum Preis von einem bekommen. Das nur so ganz am Rande. Ja, und selbst hier an diesem Röckchen sind diese kleinen Schädel. Ihr wisst ja, das sind ja irgendwie, ne, so Vogelschädel oder was auch immer das sind. Und das findet man auch hier, inklusive diesem Beutelchen an der Seite. Also, das ist mal richtig cool, ganz ehrlich. So, und unsere Astrid stelle ich jetzt hier mal in die Mitte. Gehe wieder runter mit der Kamera. Bisschen näher ran. So. Eine extreme Schuhgröße. Kleidergröße vermutlich 34. Schuhgröße, 48, 52, locker. Also Astrid, ich dreh dich mal, festhalten, kein Drehwurm kriegen. Oh, steht die schief drauf, wieder ein bisschen mehr. Upsala, hier rüber. Ist jetzt zwar umgefallen, aber die Figürchen stehen relativ gut. Muss man auch dazu sagen, auch keine Selbstverständlichkeit. Also Astrid, obwohl sie jetzt von hinten tierisch ähnlich sieht, wirklich klasse, kann man das jetzt von vorne, zumindest vom Gesicht her, nicht unbedingt sagen. Aber eine wirklich nette Figur, echt wirklich nett. Auch die Stellung, die Axt, wie sie es hält, ist absolut okay. Nettes Figürchen. Also ich bin wirklich positiv überrascht. So, kommen wir jetzt mal zur Größe. Was haben wir hier für eine Höhe? Wir sind hier bei über 7 cm. So was mit 7,3, ich sehe es gar nicht richtig, 7,3, 7,4, auf jeden Fall zwischen 7 und 7,5 Zentimeter. Plopp! Oh, arme Astrid, das war meine Schuld. Oh, man sieht ja unters Röckchen. Ja, das fällt mir gleich auf, ne? Ist ja klar. Also auch schön, hier Hose drüber, so wie es gehört. Ein Wikingerhöschen. Jetzt stelle ich mal den Hicks daneben. Also, klasse, von der Größe her absolut top. Die beiden Schnuckelchen.
Ich habe ja den zweiten Film noch nicht gesehen. Haben Sie sich da eigentlich schon gekriegt? So irgendwie? Hä? Hm? Kann man das jemand schreiben? Ich habe keine Ahnung. Nee, schreibt's mir nicht. Ich will mich überraschen lassen. Also, Hicks und Astrid hier nebeneinander. Ihr seht schon, zwei richtig nette Figürchen. Über die Ähnlichkeit kann man sich wirklich streiten, aber halb so wild. Ich bin mehr als positiv überrascht über die Qualität von diesen Figürchen. Ganz, ganz ehrlich. So, dann tue ich den Hicks mal wieder auf die Seite. Astrid bekommt ihr kleines Heftchen. So, Dele, jetzt ein bisschen wieder rauszoomen. Jawohl, bisschen runter. Noch jawoller, wieder ein bisschen dran. Also, das ist doch ein schönes Abschlussbild, oder? Also Leute, das war mein Unboxing zu Astrid von den DreamWorks Dragon Trainer Booster Tütchen oder wie auch immer. Nettes Beiheft, nette Astrid, nettes Video, oder? Ja, komm, das war ein nettes Video. Gebt mir einen Daumen hoch. Danke, danke, danke. Ach Leute, wie auch immer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem Blödsinn, den ich hier immer mache. Denn ich bin halt nun mal blödsinnig. Und blödsinnig sein macht Spaß. Hey, viele Grüße an meine Abonnenten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Ruppi.